Servus Leute, wir sind heute in der Kashimba, eine Shisha-Bar bei mir in der Heimat. Die wollten wir euch einfach mal zeigen, weil ich finde, es sieht extrem geil aus. Ihr seht schon, einfach richtig schöne Möbel, die Tische sind übel schön, die Sofas sind mega bequem. Ich finde es echt geil eingerichtet und wir wollten euch gerade einfach erstmal die Bar zeigen, deswegen gehen wir mal ein bisschen rum. Wir haben auch schon zwei Pfeifen am Start, nur Mose Pfeifen, Social Smoke, was auch immer ihr wollt, gibt es auf jeden Fall alles. Wir haben auch gerade schon zwei Pfeifen an, in der rechten, der schwarzen Mo, läuft der Social Smoke Wildberry Chill und in der linken läuft Baja Blue, auch von Social. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Pfeifen, finde ich. Preis-Leistungstechnisch bin ich von der Bar her bin ich preis-leistungstechnisch auf jeden Fall zufrieden. Die Pfeife kostet ein bisschen mehr, aber es sieht ja auch brutal aus. Ich will mir jetzt keine von den schwarzen Maus holen, weil es eine Aluminiumpfeife ist und die andere finde ich brutal schön. Es ist aber nicht nur eine Shisha-Bar, wir gehen mal weiter, denn es ist auch noch ein kompletter Clubbereich dabei. Ich spiele natürlich auch da. Und wir gehen mal weiter hinten in den Clubbereich. Und ihr könnt hier nicht nur eine Shisha rauchen, ihr könnt auch, wenn am Wochenende Events sind, hierher kommen, könnt drüben eure Pfeife rauchen und wenn ihr dann Bock auf Feiern habt, könnt ihr einfach hier rüber gehen im Clubbereich. Eine sehr, sehr geile Anlage. Wir sehen hier schon die ersten Boxen hängen, auf jeden Fall mega nice. Ich war auch schon letztes Wochenende hier, also die klingen auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und das ist dann der Tanzfloor, sogar mit Käfig da hinten. Sieht auf jeden Fall mega geil, ich finde auch die Bar ist mega gelungen. Auf jeden Fall extremst schön. Ihr seht, alles schön beleuchtet und so. An den Decken, die Fluter sind auf jeden Fall der Hammer. Und ja, ich finde es auf jeden Fall krass, das ist ein geiles Konzept, eine Shisha-Bar mit einem Club zu haben. In anderen Ländern wie zum Beispiel Belgien, Luxemburg und Co. kennt man das schon lange. In Deutschland gibt es irgendwie eher weniger, also meistens entweder Bars oder entweder Clubs. In manchen Clubs kann man eine Pfeife rauchen, aber in der Regel eher nicht. Deswegen finde ich das auf jeden Fall extrem geil. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Pfeife rauchen. So, da Pfeifen sind am Start, wir sind am Rauchen. Wie gesagt, beide Social Smoke drin. Ich habe mich für den Wildberry Chill entschieden, Bonn hat den Baja Blue drin. Ja, ich denke, ihr habt die Aufnahme gesehen. Ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen. Ich finde die Bar auf jeden Fall übertrieben schön. Ihr müsst halt dazu wissen, wir sind jetzt nicht in Frankfurt, wir sind nicht in Hamburg oder Berlin. Und so eine Bar in Rockwell zu haben ist auf jeden Fall mega nice, weil es einfach wirklich vom Interieur mega schön aussieht. Ich finde es super krass, was die hier im Industriegebiet in Niederroden auf die Beine gestellt haben. Falls jemand von euch aus der Nähe kommt, schaut gerne mal vorbei. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ihr seht auch, wie die Pfeifen qualmen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu den Köpfen sagen. Ja, also die Köpfe sind auf jeden Fall hier auch ganz normal im Kreis abholen mit einem Kaminaufsatz. Läuft eigentlich ziemlich gut. Sehr guter Kopfbau, also kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ich meine, ihr seht ja gerade. Wenn Marvin auspustet, ist auf jeden Fall dicke, dichte Wolken sind am Start. Ja. Kann man sich gar nicht beschweren. Die Pfeifen sind halt wunderschön. Also ich habe die Mose-Pfeife in diesem wunderschönen, so, für mich so Kupfer-Rosé-Gold-mäßig. Du hast ja die schwarze aus Aluminium. Ja. Die sehen auf jeden Fall ziemlich geil aus, sind sehr hochwertig. Ich finde auch ziemlich geil, dass die Bowl einfach nicht so wirklich perfekt ist, dass sie halt wirklich... Sie ist asymmetrisch. Ja, genau. Gewollt asymmetrisch bei den Mose-Pfeifen. Ich finde auch, dass es mega geil aussieht. Bei der schwarzen fällt das halt vor allem aus. Krass auf. Also sehr, sehr schöne Pfeifen, finde ich. Rauchen auch sehr, sehr gut. Was bei den Pfeifen auch extrem geil ist, ihr könnt hier an dem Ding einstellen, wie sehr ihr das Entlüftungsventil haben wollt. Also ihr könnt das aufschrauben, dann ist das Entlüften mega leicht. Oder wenn ihr sagt, ich mag da gerne ein bisschen Widerstand, dann könnt ihr das auch machen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also die Pfeifen sind gut, die Location ist mega cool, es ist saugut angeboten an der B45, kommt man auf jeden Fall fix hin. Und auf jeden Fall eine weitere coole Shisha-Bar in Rottgau. Also falls ihr aus der Nähe kommt, schaut auf jeden Fall mal vorbei bei der Kashimba. Ihr habt ja draußen schon das Riesennamensschild oben an der Hütte gesehen, auf jeden Fall sehr geil. Ja, falls ihr aus der Nähe kommt, schaut mal vorbei, lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das Ganze findet. Ich denke, hier wird jeder zufrieden sein. Man muss sagen, die Pfeifen kosten ein bisschen mehr als in manch anderer Bar, aber ihr bekommt auch auf jeden Fall was geboten. Allein das, wie das hier drin aussieht und Clubbereich dabei und Service ist 1A, die Leute sind super nett. Auf jeden Fall mega cool. Ich finde es sehr, sehr geil, dass das Ding hier aufgemacht hat und ich hoffe, der kleine Eindruck von der Bar hat euch gefallen. Wenn ihr mehr so Eindrücke von Bars sehen wollt, wo wir so gerne rumhängen, wo wir gerne unsere Pfeife rauchen gehen, dann lasst auch auf jeden Fall mal einen Kommentar da, sagt, dass ihr sowas häufiger sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.